Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute The Room 4 All Sins und wir gehen direkt rein ins neue Spiel und schauen uns mal, was uns in diesem Teil erwartet von The Room. Okay, sieht auf jeden Fall grafisch-technisch schon mal sehr gut aus. So, bis auf diesen Dachboden habe ich jedes Zimmer im Haus durchsucht. Im Dunkeln komme ich nicht sehr viel weiter. Dann werden wir das Licht wohl mal anmachen. Klicke und ziehe den Bildschirm, um dich umzusehen. Haben wir gemacht. Ich muss das Licht anschalten. Das wird dann hier sein. Ich glaube, er ist kaputt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Oh, da liegt er doch schon. Was? Mein Notizbuch enthält Informationen. Ja. Gib's mir doch mal. Name Edward Lockwood. Alter 32, Größe 1,76. Anmerkung, bla 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 bla. Okay. Ja. Da sollen wir sein. Na gut. Okay. Da war was Gruseliges. Okay. Das ist sehr hell. Apropos, wegen hell. Ja, okay. Haben wir schon ganz hoch. Okay. Falls einiges dunkel sein sollte, tut es mir leid. Untersuche das Puppenhaus. Da oben ist was. Es sieht aus wie ein Globus, ist aber unvollständig. Okay, dann such mal den anderen Teil davon. Da oben ist noch was. Das kommt von... vom Inneren des unteren Zimmers, aber irgendwas fehlt. Ja. Da fehlt auch was. Hallo? Ich würde gern zu dem Kreuz dort. Darf ich nicht? Okay. Die Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja.
Das können wir uns aber noch nicht anschauen. Lol, das Okular sieht ja viel anders aus als in den ersten drei Teilen. Das sieht aber sowas von anders aus. Cool. Brich das Siegel, finde das Nullelement. Okay. Mach mal. Für etwaige Nebengeräusche entschuldige ich mich, aber ich bin etwas erkältet. Oha. Das Symbol im Raum zu betreten. Doppelklick auf das Symbol. Ah, okay. Feuer. Na hier, Vorraum. So. Jetzt haben wir's. Ja. Wer das alles lesen möchte, bitte einmal auf Pause drücken, denn ich werde das nicht machen. Wobei... Ja, okay. Ich vermute, dass... Muss ich doch lesen oder was? Nee, muss ich doch nicht lesen. Da passiert nichts. Nö, passiert nichts. Leute, hier kann man auch noch mal drehen. Ja, okay. Wir haben ein Objekt gefunden. Ja. Und das kommt dann bestimmt hier rein.
Okay. Okay. Irgendwie will das nicht so, wie ich will. So. Und so. Da haben wir das Familienwappen fürs Puppenhäuschen. Das kommt doch bestimmt da oben hin. Wer sagt's denn? Das Siegel des Nullelements muss dahinter sein. Das war jetzt einfach nur geraten, was ich gemacht habe. Aber okay. Nein, da fehlt der Hirsch. Schweinerei. So. Haben wir wieder etwas. Da hinten ist aber auch noch irgendetwas. Ja, ich glaube, ich darf wieder da rein. Weil dieser Schlüssel war ja für dieses urnenartige Teil hier. Oh, genau, mal umschauen. Nö, man kann nirgendwo hingehen. Schade. Ja. So. So. Eine Metallplatte, okay. Okay. Nein. Oh. Okay. Hä? Ah.
Kann ich das hier nicht? Ja, genau so. Wenn ich das jetzt so mache. So. Jetzt muss ich an die blauen ran. Ich habe gesagt, an die blauen. Und an die gelben. So, jetzt will ich mir aber mal das hier angucken. Ne? Das sieht aus wie vom Puppenhaus so ein Stück Zaun. Aber hier kann man irgendwas machen. Okay. Ein Artefakt. Ja, da war das Null-Element und hat uns ausgesperrt. Schweinerei. Wurde abgeschlossen. Ich habe das Spiel, das Siegel gefunden. Weiter natürlich. Was eine Aufgabe habe, ich glaube, ich sollte es mir genauer anschauen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte es eigentlich drehen. Aber okay. So. Eine Modelllampe. Die kommt da drauf, das sehe ich, da fehlt was. Ganz genau gesehen, wo die eine Platte hinkommt. So. Und jetzt muss man hier noch irgendwas machen können, denke ich mal. Das Kreuz hier oben. Was kein Kreuz ist. Ja. Okay, damit kann man nichts machen. Kann man hiermit was machen? Na, nicht raus. Nö. Kann man im Carport was machen? Auch nicht. Hier haben wir noch was. Okay.
Ja, da fehlt was. Schön. Aber was? Da ist noch etwas. Okay. Die rechte Hälfte des Balkons an der Rückseite des Puppenhauses sieht so aus, als gäbe es irgendwelche beweglichen Teile. Die rechte Hälfte der Rückseite. Das wäre ja dann das hier. Das muss nach unten gucken. Ja, dann. Gucken wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Okay. Das da hinten ist Osten. Kann man das hier auch drehen? Nö. Ich versuche jetzt einfach mal das gleiche wie da drüben zu machen. Nur spiegelverkehrt. So. 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 Und so. Wusste ich's doch. Das Arbeitszimmer. Was uns da wohl erwarten wird. Ja, Arbeit. Oh ne, da muss ich irgendeinen Code eingeben. Wow. Da fehlt irgendwas. Das, ja. Wir gehen erstmal hier hin. Okay. Ihr wisst Bescheid. Wer lesen möchte, einmal auf Pause drücken. Ja, so habe ich die Bücher am liebsten, wenn sie leer sind. Aber jetzt, ich muss das Ding da irgendwie wegbekommen. Die Frage ist nur, wie. Hier geht irgendwie gar nichts. Was ist das für eine Verarsche? Okay. Ein Medaillon mit vielen Löchern. Viele Löcher. Alles klar. Vier Stück. Okay.
Da oben ist ein Hebel. Aber überall fehlt irgendwie was. Das ist seltsam. Irgendwie, ja. Warum schließt denn sich das dort denn nicht? Verstehe das nicht. Oh, was haben wir denn da? Als erstes das, dann das und dann kommt der Baum daraus. Nee, doch. Hey, richtig. Okay, das kann nicht von Hand gedreht werden. Das scheint anscheinend nicht zu sein. Das da. Nein. Ah, das Dreieck. Ja. Ich glaube nicht, dass das da passt. War mir irgendwie klar. Ja. Okay, das so, das so, das so, das so. Das haben wir aber doch. Das ist doch irgendwie dort so. Hä? Das bleibt nicht offen. Warum das? Ja, das ist mir schon klar. Da unten ist noch was zum Ziehen. Oh Mann. Sonst gibt es ja nur noch da oben das Teil. Ich versuche jetzt einfach mal auf gut Glück irgendwas. Okay, das war falsch. Ach du Kacke. Muss ich mir dann irgendwann den Spaß auch noch merken? Das wäre nicht gut. Ich glaube, dass hier etwas fehlt.
Ich habe das Gefühl, dass mein Holzmedaillon irgendwo in den Rollschreibtisch im Arbeitszimmer gehört. Ja. Ich habe ja gedacht, da hinten irgendwo. Oder da. Aber anscheinend nicht. Wir gucken uns das mal von hinten an. Ja, ist überall gleich. Wenn ich das jetzt hier reinmache. Ah, wow. Ja. Okay. Das hat hinten ein Plus, ein Kreuz als Böppel. Na gut. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.